Also ich bin der George, 21, Bassist bei Buffet of Fate. Ja, also ich bin der Jan und bei uns bin ich der Sänger oder der Kreischer. Ich bin der Adam, ich spiele Gitarre. Ich bin Simon, ich spiele hier bei Buffet of Fate Schlagzeug. Ja, ich bin der Alex, ich spiele Gitarre in der Band. So mit den Leuten hier Musik zu machen, das ist das Geilste. Summerbeats zu spielen ist halt, da geht halt ein Stück von diesem Traum in Erfüllung. Wir haben uns halt beworben, ganz normal, so wie ungefähr 2000 andere Bands, schätze ich mal. Ja, dann kam die Nachricht, wir sind unter den ersten 20. Ich war auf dem Weg nach Hause und der Jan hat mich angerufen auf dem Handy und der klang schon so total euphorisch. Und ich habe mir gedacht, okay, es gibt gute Neuigkeiten und er hat gemeint, ja, wir sind unter den Letzten dabei. Ja, für mich ist es auf jeden Fall, es ist ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht. Also das ist so auf jeden Fall ein Ziel, was ich mit meiner Musik erreichen will, einmal auf dem Summer Breeze zu spielen. Und ja, und dass es so schnell in Erfüllung geht, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, jetzt ist es soweit. Wir sind vor den Konzerten immer bei den Fans, wir sind nach den Konzerten immer bei den Fans. Wir trinken gemeinsam einen. Wir quatschen mit denen, wir holen uns Feedback von den Fans. Der Kontakt zu unseren Fans ist eine der wichtigsten Sachen für uns, weil letzten Endes ist das Ganze ein Kreislauf. Es ist so, wir stehen auf der Bühne und wir versuchen zu entertainen, wir versuchen Spaß rüberzubringen. Je mehr man merkt, dass das Publikum Spaß hat, desto mehr Spaß hat man wiederum selber, auch beim Entertainen. Und deswegen, es gibt keine Band ohne Fans. Also ich meine, die sind ein Teil dieses ganzen Gebildes irgendwie. Weißt du, das ist halt, das gehört alles zusammen, weil wir wären nicht die, die wir sind, ohne unsere Fans. Angeguckt, zum Konzert gegangen und seitdem geil. Machen geile Musik. Ja, die Jungs an sich sind super cool drauf. Mit denen, ja, stimmt einfach alles.